ist jetzt Daniel Koch, der hier ein starkes Turnier spielt, weil ich beide schon ausgeschöpfen. Gestern haben wir Sörmann geschlagen. Sehr gutes Händchen. Aber hier hat er schon 10-4 geführt. Man muss jetzt schauen, dass er seinen guten Aufschlag, und er hat sehr, sehr gute Aufschläge, endlich den Satz zumachen kann. Wieder nicht geklappt. Letzte Chance. Dann steht es nach 10-4, 10 Ball. Gut, komm. Da hat er es doch noch geschafft. 2-1 Führung. Ist ja nicht unbedingt etwas gelungen in dieser Partie. Aber wie gesagt, nicht zu unterschätzen.